Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Mittwochsspezial. Heute habe ich mich für ein Starterdeck von Force of Will aus dem Lapis-Zyklus entschieden. Der Lapis-Zyklus ist der dritte Zyklus, den es damals gab, ist schon eine ganze Weile her. Dieses Starterdeck ist aus dem Jahre 2016, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich will euch da keinen Quatsch erzählen, das steht hier auch leider nicht drauf. Ja, auf der Rückseite haben wir hier einmal die Auflistung der Karten, die enthalten sind. Ansonsten zeige ich euch auch gern hier nochmal alle Seiten von diesem Starterdeck. Ja, Aufmarsch der Elfen, es ist ein Winddeck. Und ich versuche das jetzt hier mal vorsichtig zu öffnen, weil die Packungen kommen in meine Sammlung mit rein. Na, gestaltet sich hier auch leicht schwierig, aber wir kriegen das hin. So. Dann schauen wir mal. Es ist eines der Starterdecks, die mir noch gefehlt haben. Ich habe das aber auch schon eine ganze Weile in meinem Regal zu stehen, also an Startern habe ich eigentlich alle, die es gibt. Da fehlen mir keine weiter. Oh, ist hier schon beschädigt, sehe ich gerade. Plastik einmal beiseite. So, was haben wir hier? Das müsste die Spielunterlage sein und die ist hier auch nochmal zugeklebt an der Seite. Die Rückseite ist komplett weiß. Und wie gesagt, dann haben wir einmal die Spielunterlage. Die ist relativ klein, sodass ich sie komplett auf die Kamera bekomme. Ja, wir haben das Zaubersteindeck, das wird ja hier extra gelegt und ist nicht im normalen Spieldeck mit enthalten. Dann haben wir die Herrscherzone, die Deckzone, den Friedhof und hier unten eine Kurzerklärung mit den einzelnen Phasen des Spiels. Ziehphase, Erholungsphase, Hauptphase, Kampfphase, Endphase. So viel dazu. Dann haben wir wie üblich die Force of Will Regeln. Einmal ausführlich, einmal als ja, bebilderte Kurzvariante. Ich werde euch die jetzt hier auch mal schnell zeigen. Seltsamerweise auch zugeklebt hier. Das ist immer schwierig, das hier vorsichtig zu öffnen, ohne dass es beschädigt wird. Also ich würde euch dann auch empfehlen, wenn ihr sowas mal habt, nehmt ruhig ein Messer zur Hand oder irgendwas Scharfes, bevor ihr das Papier hier einreißt. Das Regelbuch ist sehr umfangreich. Lag auch jedem Starterdeck bei. Ich werde euch das jetzt hier nicht vorlesen, aber einmal so im Groben zeigen. Wie gesagt, jede Menge Text. Ja, also für die, die das Spiel dann richtig kennenlernen wollen, ist das hier eine gute Sache. Ansonsten gibt es die Regeln natürlich auch online auf der Force of Will Seite. So, und die bebilderte Anleitung ist im Grunde nochmal das gleiche, wo auch die Karten und die Spielzonen und alles weitere erklärt werden. Das ist doppelt bedruckt, also wir haben jetzt hier einmal die Schnelleinstieg-Spielvorbereitung mit den Kampferklärungen und auf der Rückseite dann die Kartenerklärungen und die Spielfelderklärung. So, da haben wir uns hier mit dem Lesestoff lange genug aufgehalten. Es geht erstmal die Suche nach der Aufreißlasche hier wieder los. Da ist er. Ich bin schon gespannt. Das Deck liegt schon eine ganze Weile bei mir im Regal. Ich habe das noch nicht ausgepackt. Also gut eingepackt ist schön, aber das hier ist total Mist. Die Folie ist aber auch sowas von widerspenstig. Ah, ist kein Wunder, dass ich das nicht aufgekriegt habe. Die sind nämlich zweimal verpackt. So, jetzt können wir hier auch sicherlich die Aufreißlasche nutzen. Jawohl. Nummer 1. Und Nummer 2. Gut, dann legen wir mal los.
mit dem ersten Stapel hier. Wir haben Aria, freundliche Vampirin. Das ist eine Super Rare Karte. Große heilige Versiegelungswelle. Hauptquartier der Weisen. Elfenheilige. Geist des Windes. Tama, Vertrauter des Heiligen Windes. Elfenzauberschwaller. Zweistufiger Zauber. Christi, Vampirjägerin. Wispernde Winde. Und dann haben wir die Windzaubersteine. 5 Stück an der Zahl. Und bei dem zweiten Deck, was hier enthalten ist, müssten sich die ganzen Holo-Karten befinden. Schauen wir mal. Los geht es hier mit Aria, freundliche Vampirin. Dann Fizing, Meistermagierin des Heiligen Windes. Große heilige Versiegelungswelle. Hauptquartier der Weisen. Achso, von Fizing. Das ist übrigens die Herrscherkarte hier, ne? Habe ich ganz vergessen, euch die Rückseite noch zu zeigen. Erzweise des Windes. Wie gesagt, das hier ist der Herrscher. Also einmal die Vollstreckerseite, einmal die Herrscherseite. So, weiter geht es mit Hauptquartier der Weisen. Elfenheilige. Geist des Windes. Tama, Vertrauter des Heiligen Windes. Wie gesagt, die sind alle in Holo jetzt hier in diesem Stapel. Elfenzauberschwaller. Zweistufiger Zauber. Christi, Vampirjägerin. Ja, und die sieht in Holo natürlich auch richtig nice aus. Wispernde Winde. Und wir haben die 5 Windzaubersteine auch nochmal als Holo-Varianten. Ja, ist ein sehr schönes Deck, muss ich sagen. Da freue ich mich auch schon aufs Einsortieren. Gerade das Kartendesign und die Artworks finde ich bei Force of Will sowieso echt schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es warten auch noch einige andere Starterdecks von Force of Will darauf, von mir geöffnet zu werden. Ja, ihr könnt gerne ein bisschen was kommentieren, falls ihr Fragen habt oder so. Ich werde versuchen, das zu beantworten, soweit ich das kann. Ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!